Ingenieurbüro präsentiert Pläne für Kunstrasenplatz. Wo sonst die Spieler des FC Germania Wernigerode trainiert und geschwitzt haben, erinnert im Moment recht wenig an Elfmeter und Fallrückzieher. Der Verein nutzt den Platz in der Kohlgartenstraße bereits seit 1926 und nun steht eine neue Schönheitskur auf dem Programm. Ab März soll der Sportplatz eine moderne Kunstrasenfläche bekommen. Hintergrund ist die Tatsache, dass der Verein eine Vielzahl an Mannschaften hat, die zwischenzeitlich witterungsbedingt auf dem Naturrasenplatz nicht immer trainieren können. Immer dann, wenn es zum Beispiel lange geregnet hat, es feucht ist, dann schädigt man den Platz und dann muss er gesperrt werden und steht für Fußballaktivitäten nicht zur Verfügung. Bereits im November hatte Landesinnenminister Holger Stahlknecht einen Fördermittelbescheid übergeben. Damit kann der Verein auf Zuwendungen des Landes in Höhe von 202.000 Euro zurückgreifen. Das wollen wir auch so machen. Ja? Und in dem Sinne viel Erfolg. Ja? Besten Dank. In den Vereinsräumen erläutert Michael Pülm vom Ingenieurbüro Richter den Mitgliedern die genauen Pläne. Dabei informiert er über den Bauablauf und die verwendeten Materialien, denn Kunstrasen ist nicht gleich Kunstrasen. Aber nicht nur die Spielfläche, auch die Tribünen und Ersatzbänke sollen dabei modernisiert werden. Was ändert sich denn für die Spieler? Tja, Ausreden wie, wir konnten nicht richtig Gas geben, weil der Untergrund so rutschig war aufgrund von Feuchtigkeit, fallen aus. Also es ändert sich, es fallen die Ausreden weg und es gibt intensivere oder längere Trainingszeiten. Man kann also wirklich sehr intensiv immer dann, wenn man Zeit hat, trainieren, was sicherlich im Wettbewerb mit anderen Mannschaften dann langfristig auch ein Vorteil sein wird. Alles beim Alten bleibt dagegen für die Zuschauer. Man wird am modernisierten Grün schon sehr genau hinsehen müssen, um den Unterschied zum echten Rasen zu erkennen. Mittlerweile sind die Materialien so naturgetreu, wenn sie im Abstand, ich rate mal, 5 Meter vor dem Platz stehen, werden sie wahrscheinlich gar nicht erkennen, dass es sich nicht um einen Naturrasenplatz handelt. Da würden sie glauben, ein wunderbar frisch gemähter Naturrasenplatz. Also es hat sich an den Materialien in der technischen Entwicklung und auch in der im optischen Erscheinungsbild eine ganze Menge zum Vorteil verändert, sodass sie von außen kaum eine Veränderung sehen werden. Das Projekt wurde ausgeschrieben und sobald in den nächsten Wochen ein Bauunternehmen den Zuschlag erhalten hat, kann es losgehen. Bis zum Rathausfest im Sommer soll alles fertig sein. Nun, wir haben geplant, spätestens Mitte März zu beginnen, so denn der Winter uns lässt. Wir würden dann beginnen, die Rasennarbe, also den Naturrasen abzutragen, den Untergrund vorzubereiten, den neuen Belag aufzubringen. Das Ganze wird etwa dauern mit den Arbeiten im Randbereich bis Mitte Juni. 60% der Baukosten trägt die Stadt, 10% muss der Verein selbst beisteuern. Eröffnet wird der Platz im Juni mit dem Ü40-Fußballturnier. Mit dabei ist dann auch wieder Innenminister Holger Stahlknecht. In Fußballschuhen, Trikot und Stutzen.